Und damit ein herzliches Willkommen und Hallo zu einem kleinen neuen Let's Play Projekt. Und zwar zu Let's Play Age of Zombies. Ich bin es, Adam Simafix, und wir widmen uns nun zusammen diesem Spiel. Ja, was ist Age of Zombies? Es ist ein kleines, lustiges Top-Down-Shooter-Spiel von dem Studio namens Halfbrick. Also, vielleicht nicht das bekannteste Studio, aber ich denke, jeder von euch hat einen Titel von ihnen gespielt, und zwar Fruit Ninja auf Android, iPhone oder was es auch sonst immer gibt. Also, es ist ja wirklich eins der kultverdächtigsten Mobile-Spiele, die es ja gibt. Und Age of Zombies ist auch ein, ich würde schon sagen, relativ bekanntes Spiel. Ich spiele es hier in der schönen Version auf der PlayStation, auf dem PlayStation Vita TV, also irgendwie auf der PS Vita PSP. Es ist ein Vita, es ist ein PlayStation Mini, das heißt, es kostet 2-3 Euro, also wirklich nicht allzu viel. Und man kann dieses schöne Spiel kaufen. Auf Android und so gibt es das für 1 Euro und es ist wirklich zu empfehlen. Es ist, wenn ich mich nicht irre, aus dem Jahre 2010 und wirklich sehr, sehr amüsant. Es hat, ich glaube, so 6 Welten mit so jeweils 3 Unterwelten. Ich habe es letztes Mal durchgespielt und es hat mir ganz gut wirklich gefallen. Und ich denke, wir werden nun zusammen auch dieses lustige, etwas kurze, aber trotzdem sehr amüsante Spiel zusammen durchspielen. Und ich würde sagen, wir starten auch hier direkt mit einer neuen Kampagne mit Age of Zombies. One evil dude, professional brains. Surprise Professor Shit of 4 Brains. One super badass Barry Steakfreeze. You're finished, ditch this junk and get the hell out. I need it somewhere way cooler than this. I think not, Mr. Steakfreeze. I have a super awesome surprise for you. This is my hyper-timological transfer machine. Ah, an HTM, interesting. Indeed. These mindless undead zombies are being shuffled to the farthest reaches of time and will destroy mankind for all eternity. Zombies? How the hell did they get infected? A new strain of deadly infected zombie bomb. You may have seen the article my assistant sent out recently. Sure, I read it. The paragraph on zombie American studies was insightful. It matters not. Soon the human race will no longer exist. Sucks to be you. Sucks like a fox. Kill Professor Brain. BAM! So, it's attack of the zombie, of the time zombies, huh? This looks like an ass-kicking job for Barry Steakfreeze, bizoy. Oh crap, this does not look like Big Jimmy Bob's ultimate beer and burger bar. It looks like zombie all up in my shit restaurant. It's a tasty. Die, you brainless parasite. Okay, um zu schießen, müssen wir hier die Tasten drücken. X-Kreis, Dreieck und Viereck. Und man kann eher drücken, um in dieselbe Position zu schießen. So. So, okay, wir sind hier umzingelt, aber wir machen jetzt einfach den zack, 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 zack. Und wir können uns bewegen mit dem Stick und wir können uns auch hier damit bewegen. So, zack, und damit beginnt das Spiel. Ja, es gibt eher dazu noch Pickups, wie wir hier sehen, mit einer schönen Pumpgun. Die sind natürlich auch wichtig. So, ja, links, also, shorten up the dinosaur time, Stack Freeze. Also, das Spiel funktioniert im Endeffekt so in der Version, wie ich es jetzt hier habe, dass man eben mit den X-Tasten, 4X, Viereck und so weiter Tasten eben drückt, wohin man schießt. Ihr seht, zack, nach unten, hoppa, jetzt werden wir hier schon mal umzingelt. Und man eben mit dem linken Stick eben die Richtung bestimmt, wo man hingeht. Und wenn ich jetzt hier R drücke, ihr seht, dann schießt er einfach konstant in die Richtung, wo er schaut. Zum Beispiel hier, zack, schießt jetzt die ganze Zeit nach unten. Links seht ihr ganz oben die Anzahl von Schüssen, die wir noch übrig haben. Jetzt haben wir nur wieder die Standardpistole, weil das Problem an der Pistole, das Problem ist halt, die Pistole hat unbegrenzte Munition, aber ist, wie es jede Pistole ist, scheiße. Und die Zombies spawnen hier immer in diesen schönen Zeitportalen. Es ist im Endeffekt so aufgebaut, ich kann
Ihr seht, mich hier schön fressen lassen, das ist kein Problem. Das Leben füllt sich relativ schnell wieder auf. Das Schlimme ist nur, man kann umzingelt werden. Und wenn man umzingelt ist von Zombies, dann stirbt man so gut wie instant. Also wird uns besonders in späteren Level wahrscheinlich öfters passieren. Oben haben wir auch die Anzahl der Leben, die wir haben. Ich bin bis jetzt noch nie, glaube ich, Game Over gegangen. Also, dass wir gar kein Leben mehr hatten. Aber wer weiß, kann ja noch kommen. Wir haben auf dem Linksklick auch Granaten, die wir hier werfen können. Ihr seht es. Und da steht auch mal ein fetter Zombie hier. Die halten natürlich mehr aus. So. Granaten und Special Waffen sammeln wir ein, indem wir. Jetzt werden wir ja wahrscheinlich schon mal eingezimmert. Das wäre dann. So. Seht ihr, jetzt wären wir fast um einer gestorben. Zack. Aber 7 hier getroffen. Sehr gut. Und das soll es jetzt auch gewesen sein. Und links unter der Granaten- und Pumpgun-Anzeige haben wir auch die Anzeige, wie viele Zombies noch sind. Blasting heads is fun, but where's all the zombie dinosaurs and caveman junk? Perhaps my fortune will be found if I head over the right here. Ooga booga brains! Alright, this filthy undead got their hands on the peaceful caveman folk of this fascinating era. This will be an interesting note to my museum friends club back home. Now we shoot them in the face with guns. Cavemen are men too. Ja, und es sind tote Männer. Zur Story, ich denke, wir könnten mal kurz zusammenfassen, was so spannendes bis jetzt geschehen ist. Der böse Professor hat hier ein Zeitportal entwickelt und es geschafft, hier Zombies auf die Welt loszulassen. Und ihr seht ja nun in alle Zeitperioden, unter anderem hier auch in die Steinzeit, sind hier die Zombies schon gegangen und wüten hier. Und ihr seht ja, wir müssen hier nun die Zombie-Plage auslöschen. Und das, wie macht man Zombies natürlich platt? Mit gewaltig viel Feuerkraft. Zack. Also, hier auch noch ein, zwei Wörter zu den Special-Waffen. Also, die Pumpgun ist natürlich die, die wir jetzt am Anfang haben. Aber es gibt wohlgemerkt... Scheiße. Das war schlecht. Jetzt habt ihr auch gesehen, was passiert, wenn man stirbt. Also, wenn man umzingelt wird, zack, ist man eigentlich so gut wie sofort weg. Und dann verliert man seine Granaten, was sehr ärgerlich ist. Und wenn man eine Waffe aufgehoben hat, auch die Granate. So, jetzt müssen wir jetzt erstmal Granaten holen. Boah, es sind ganz schön viele hier. Also, links seht ihr auch diese Anzeige, wie viel Zombies noch da sind. Aktuell haben wir noch relativ viele, aber das nimmt auch um. Und hier gleich mal zu den Special-Waffen. Ihr seht, zack, jetzt haben wir ja auch eine andere Special-Waffe, nämlich SMG. Eine schöne Uzi ist es. Und mit dir schießen wir ganz schön schnell. Natürlich gibt es da noch andere schöne Waffen, die wir in dem Spiel bekommen werden. Und das war es eigentlich auch schon zum Spiel. So viel gibt es da noch nicht mehr zu sagen, außer dass man dann eben noch eine Zeitperiode bereisen wird natürlich. Das ist ja, denke ich, klar. Und noch natürlich andere schöne Waffen haben wird. Aber dazu dann, wenn wir mal da sind. Und dass die Zombies sich auch immer ändern. Mir gefällt ehrlich gesagt der Zombie hier so schön grün, wie er immer ist. Der Steinzeit-Zombie hier. So. Und ich denke, das sieht man auch. Es hat eigentlich eine ganz humorvolle Story. Fassen wir kurz zusammen, was passiert ist. Wollt ihr machen, bevor ich krepiert bin. Nämlich der liebe Frisk hier, der beste, coolste Agent, den es auf der Welt gibt. Das sieht man eindeutig. Ist eben hier in die Steinzeit gegangen. Dort ist eben zu dem bösen Professor gegangen. Der hat jetzt einfach mal mit seinem Zeitportal die Zombies in alle Dimensionen geschickt und wir müssen ihn nun töten. So, gut. Zack, und am Ende jeder Area. Es gibt mehrere Level immer. Ich denke, wir werden pro Part werden wir eine Zeitperiode abschließen. Gibt es dann auch immer noch einen kleineren Endfall. Das ist schlecht, das ist schlecht, das ist richtig schlecht. Oh, jetzt sterben wir. Jetzt sind wir tot. Ja, jetzt sind wir tot. Scheiße. So, härter als gedacht, Leute. Definitiv härter als gedacht. Aber jetzt haben wir schon geschafft. Zack, schmeißen wir noch Granaten hier. So ist doch wurscht. Zack, wir haben sie ja. Und die Zombies sind ja alle gleich weg. So, Zombie, weg, weg, weg. Ihr seht es auch, der Balken ist leer. Das heißt, also spawnt auch kein Zombie mehr. Und jetzt ist nur noch der eine da hinten. So, zweimal gestorben. Nicht gut, Leute, nicht gut. Aber sehr wurscht. I want the caveman zombie to take home. I'll be like, hey, dude, check out my caveman zombie. I feed it, take it for rocks, and we will be the best of friends. I shall name him Steve Bennett. Also, ich hätte auch gerne meinen kleinen Hauszombie. I couldn't find a cute enough caveman zombie to take on. And with potty training and cleaning course, the caveman zombie is more trouble than it's worth.
I stick with good old Zombie Dog. Thanks. A Zombie Pet is a big commitment. Sehr gute Szene hier. So. Und die Leben, wie ihr auch seht, die füllen sich dann auch wieder auf. Also wir sind jetzt zweimal krepiert. War schlecht. Aber man muss sich auch wieder erst kurz mal reinspielen. Und das füllt sich eben dann auch immer schön auf nach jedem Level hier. Wie gesagt, es gibt 3 Level, wenn ich mich nicht irre, pro Stage. Und dann halt nochmal ein Bossfight. So, jetzt kommen die von der anderen Seite. Jetzt müssen wir aufpassen. So, ich habe dieses Spiel wirklich sehr lange eigentlich gehabt und habe es immer mal wieder angefangen. Habe dann immer eigentlich nur die erste Welt hier gespielt, eben diese schöne Welt. Und dann eigentlich immer aufgehört, weil so spannend ist es ja auch nicht. Aber irgendwie, es hat halt einfach so einen Reiz. Es macht auch eigentlich ganz Spaß, wirklich Spaß. Und es ist halt auch nicht so lang, dass man sich da jetzt 1000 Jahre reinfressen muss. Es ist ja im Endeffekt so ein... sehr gut. Es ist ja im Endeffekt ein Shooter, wo es also um... darum geht, einen möglichst hohen Score zu bekommen. Das ist ja natürlich relevant. Mir, ehrlich gesagt, wurscht. Ich bin auch nicht gut genug, um einen richtig hohen Score zu bekommen. Ich brauche jetzt erstmal eine Waffe. Zack. Zack. Oh, Leute. Die Bumpkan. Ich liebe sie. Zack. Da mähen wir die nieder. Komm, darf ich sie jetzt mal nach. So. Komm, Grenade. Grenade. Sehr schön. 12 mit einer Granate erwischt. Tja, und so seht ihr, so kann es auch klappen, wenn wir mal halbwegs gut spielen. Aber jetzt kommt hier a Zombie T-Rex, right on. Holy balls, a Zombie T-Rex. That's so bad as I think. Just crap my pants. It's sadness me that I have to dispose of you, T-Rex. You're truly one of the greatest creations to ever walk on the earth. Definitiv eines der coolsten. So, und jetzt haben wir auch den Bossfight. Ihr seht ja schon, was er hier macht. Er spuckt, was ganz fies ist. Und, und er hat halt immer noch seinen Hüpf-Move, der auch ganz fies ist. So, und natürlich spawnen dann auch Standard-Zombies. Und das ist eigentlich das Nervige. Wir müssen jetzt eigentlich mal warten, bis ein Pickup kommt, weil wir haben gerade gar nichts. Das Gute ist aber, ihr seht auch, er tötet die Zombies. So, also es gibt 2 Level und dann ein Bossfight. Das ist möglich. er rammt mich immer. Ah, they got splat. Lustig. Oh, da sind die Granaten. Ich will die Granaten. Komm, mach deinen Hüpfer, bitte. Willst du nicht deinen coolen Hüpfer machen, mein Freund? Shit. Ah, fies. Ja, klar, das mache ich direkt in der Hölle da. So, zack, immer schön Granaten auf ihn schmeißen. So. Dann die Uzi mitnehmen. So, und jetzt haben wir ihn. So, dann nimmt das Leben doch ab. Jetzt machen wir kurz mal die 20.000 Zombies alle. Und dann haben wir ihn, komm. So, jetzt haben wir noch 11 Schuss. Aber er hat auch gleich kein Leben mehr. Wir aber auch nicht mehr. So, komm. Komm, stirb Timmy. Timmy, warum nenne ich ihn Timmy? Ach, ich weiß nicht, das ist einfach so ein Timmy-Charakter. Oh, jetzt kommen viele. Komm, stirb. Ah, und das war's vom Zombie T-Rex. Farewell, Zombie Dinosaur King. I'm a better man for having met you. I guess that about does it for the caveman days. My skin is silky smooth from dino blood, but luxuries will have to wait. It's been fun, but I'm pretty sick of shit's will. Time to bust through this time portal. Old school! Zombie Annihilated, wir haben 9 Minuten 36 gebraucht, 1047 Schüsse abgefeuert, 6 Mann gestorben, 2252 Schüsse abgefeuert, 1330 haben davon getroffen, 59%, 59,06 Genauigkeit, halbwegs gut. So, bevor wir jetzt aber uns in die nächste Dimension schlagen, würde ich sagen, gibt es einen kleinen Cut und beim nächsten Mal geht's weiter mit Age of Zombies. Bis dann, haut rein, ciao!